Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Folge 12. Was bisher geschah. Die jungen Liebenden Chariklia und Diagenes sind auf ihrer Irrfahrt in Memphis gelandet. Die Gemahlin des persischen Statthalters Oroandates, Arsake, hat sich unsterblich in Theagenes verliebt und tut alles, um ihn von Chariklia fernzuhalten. Sie hat ihre Dienerin Kybele beauftragt, Chariklia mit Gift umzubringen. Doch der Anschlag misslingt. Aus Versehen wird Kybele selbst vergiftet. Chariklia wird des Mordes beschuldigt und soll sich vor einem persischen Gericht verantworten. Als der persische Stadtrat am anderen Morgen kam und sich versammelt hatte, vertrat Arsake persönlich die Anklage und erhob die Beschuldigung des Giftmordes. Sie gab eine ausführliche Darstellung der Vorgänge, wobei sie immer wieder Tränen über ihre Erzieherin Kybele vergoss, in der sie das teuerste und ihr ergebenste Wesen verloren habe. Sie rief die Richter zu Zeugen, dass die Fremde die gewährte Aufnahme und bewiesene Freundlichkeit ihr derart übel vergolten habe. Kurz, sie vertrat die Anklage mit äußerster Schärfe. Chariklia verteidigte sich in keinem Punkte, sondern gab ohne weiteres das Verbrechen zu, das man ihr vorhielt. Sie habe das Gift gegeben und, fügte sie noch hinzu, wäre man ihr nicht zuvor gekommen, so hätte sie mit Vergnügen auch Arsake beseitigt. Durch weitere Bemerkungen dieser Art griff sie Arsake rücksichtslos und ohne Umschweife an und forderte die Richter mit allen Mitteln heraus, sie zu verurteilen. In der vorausgegangenen Nacht hatte sie Theagenes in dem Gefängnis, in dem sie zusammen untergebracht waren, ihre Erlebnisse genau geschildert und ihrerseits die seinen erfahren. Daraufhin hatte sie mit ihm verabredet, wenn es sein müsse, wollten sie freiwillig jeden Tod hinnehmen, der an sie herankomme, nur um endlich von diesem völlig verfehlten Leben, von der sinnlosen Irrfahrt und ihrem unversöhnlichen Schicksal erlöst zu werden. Zuletzt umarmte sie ihn, sicher zum letzten Male, und verbarg die mit ihr ausgesetzten Schmuckstücke, die sie immer heimlich bei sich trug, unter dem Kleide, um sie als Totenopfer bei sich zu haben. Da stand sie nun vor den Richtern und bekannte sich jedes ihr vorgehaltenen oder auch nicht vorgehaltenen Verbrechens schuldig. Unter diesen Umständen gab es für die Richter keinen Zweifel. Es fehlte wenig. Und sie hätten ohne Zögern die nach persischem Gesetz grausamste Strafe verhängt. Doch erkannten sie wahrscheinlich unter dem Eindruck ihrer Jugend und ihre unwiderstehlichen Schönheit nur auf den Feuertod. Sofort packten sie die Henkersknechte und schleppten sie nicht weit vor die Stadtmauer, wobei der Herold immer wieder verkündete, sie werde wegen Giftmordes zum Scheiterhaufen geführt. Eine große Volksmenge aus der Stadt lief mit. Einige hatten von selbst gesehen, dass sie weggebracht wurde. Andere waren auf das Gerücht, das sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitete, herbeigeeilt. Auch Arsake fand sich als Zuschauerin auf der Mauer ein. Es wäre für sie ein unerträglicher Gedanke gewesen, sich nicht an dem Schauspiel der Hinrichtung Charikleas zu weiden. Im Augenblick war ein hoher Holzstoß errichtet und in Brand gesetzt. Schon loderten die Flammen empor, die Henkersknechte ergriffen Chariklia. Da bat sie, ihr eine kleine Frist zu gewähren, unter der Zusicherung, sie werde freiwillig den Scheiterhaufen besteigen.
Dann hob sie die Hände zum Himmel empor nach der leuchtenden Sonne. »Sonne, Erde und Götter«, rief sie, »die ihr auf Erden und drunten in der Tiefe alles Unrecht seht und rächt, ihr seid Zeugen, dass ich frei bin von der Schuld, die mir vorgeworfen wird, und dass ich unter der Last eines unerträglichen Schicksals freiwillig in den Tod gehe. Nehmt mich gnädig auf, doch das niederträchtige, schamlose, ehebrecherische Weib, das mir dies antut, um mir meinen Verlobten zu nehmen, Arsake, lasst unverzüglich eure Strafe treffen.« Ein allgemeines Geschrei erhob sich, die Forderung nach Strafaufschub bis zu einem neuen gerichtlichen Verfahren wurde laut. Während einige Anstalten trafen, die Hinrichtung zu verhindern, andere schon davonstürmten, kam sie allen zuvor und bestieg den Scheiterhaufen. In seiner Mitte stehend, blieb sie eine Zeit lang unversehrt, da die Flammen sie mehr umzüngelten als berührten und ihr Leid taten und immer da, wohin sie sich wandte, zurückwichen. Sie verbreiteten nur einen Glanz um Chariklia, der ihre Schönheit noch heller erstrahlen und wie eine Braut in einem Flammenbett erscheinen ließ. Voll Staunen über das, was ihr widerfuhr, bewegte sie sich von einer Seite des Scheiterhaufens auf die andere, um sich dem Tod in die Arme zu werfen. Umsonst, das Feuer wich immer wieder zurück, als flüchte es vor ihrer Nähe. Die Henkersknechte gaben nicht nach, sondern vermehrten, von Arsakes drohenden Gästen angespornt, noch ihre Bemühungen. Sie schleppten Holz herbei, stapelten Rohr vom Flussufer auf, um mit allen Mitteln das Feuer anzufachen. Nichts fruchtete. Die Bevölkerung geriet in immer größere Erregung und in Ahnung göttlichen Beistandes wurden Rufe laut. »Das Mädchen ist rein, das Mädchen ist schuldlos!« Sie drängten nach vorn und stießen die Henker vom Scheiterhaufen fort. Dabei übernahm Tiamis die Führung und ermutigte das Volk, mitzuhelfen. Er hatte sich durch den Lärm auf die Vorgänge aufmerksam geworden, gleichfalls eingefunden. Trotz ihrem guten Willen, Chariklia herunterzuholen, getrauten sie sich doch nicht näher heran, riefen aber dem Mädchen zu, vom Scheiterhaufen herunterzuspringen. Da sie in dem Flammenkreise aushielt, meinten sie, sie brauche auch keine Angst zu haben, ihn zu durchbrechen. Als Chariklia das sah und hörte, glaubte sie selbst an eine Hilfe der Götter und wollte sich nicht undankbar gegen die höheren Mächte zeigen und ihre Gnade ausschlagen. Sie sprang von dem Scheiterhaufen herunter. Das Volk brach freudig erregt in lauten Jubel und helle Begeisterung aus und pries die Götter. Da hielt es Arsake nicht länger auf der Mauer. Sie sprang von ihrem Sitz auf, stürzte durch das Tor nach draußen, gefolgt von ihrer Leibgarde und den persischen Würdenträgern und packte Chariklia mit eigener Hand. Mit einem herausfordernden Blick auf die Volksmenge schrie sie, »Schämt ihr euch nicht, dass ihr eine gemeine Person, eine Giftmischerin, eine Mörderin, die man auf frischer Tat gefasst und die selbst ihren Mord eingestanden hat, der Bestrafung entziehen wollt? Schämt ihr euch nicht, einer Verbrecherin zu helfen und damit der persischen Justiz, der Person des Königs, seines Statthalters, seiner Würdenträger und Richter in den Arm zu fallen, weil euch vielleicht der Umstand, dass sie nicht verbrannt ist, zum Mitleid verführt und ihr euch einbildet, die Götter hätten dabei die Hand im Spiele? Wollt ihr nicht Vernunft annehmen und euch sagen, dass darin ein noch stärkerer Beweis ihrer Zauberkünste liegt, dass sie selbst über die Macht des Feuers triumphiert? Kommt, wenn ihr wollt, zu der öffentlichen Gerichtsverhandlung, die morgen euretwegen stattfinden soll. Da werdet ihr erleben, wie sie ihr Verbrechen selbst zugeben und von ihren Helfershelfern, die ich in Gewahrsam halte, belastet werden wird.« Sie packte Chariklia im Nacken und nahm sie mit, indes ihre Leibwache die Menge auseinandertrieb.
Manche waren empört und geneigt, Widerstand zu leisten. Auf die anderen machte der Vorwurf der Zauberei Eindruck, und die Furcht vor Arsakel und ihrer Macht schreckte sie ab. Sie fügten sich. So wurde Chariklia erneut dem Euphrates übergeben und in Erwartung einer zweiten Gerichtsverhandlung und Exekution diesmal noch schwerer gefesselt. Der einzige Lichtblick in ihrer Not war, dass sie mit Theagenes zusammen sein und ihm ihre Erlebnisse erzählen konnte. Um die beiden jungen Menschen noch mehr zu quälen und wie zum Hohn, hatte sich Arsaker als besondere Strafe ausgedacht, sie in die gleiche Gefängniszelle zu sperren, damit sie einander in Ketten erblickten und sähen, wie die Strafe an ihnen vollzogen würde. Sie wusste, dass der Liebende unter den Schmerzen des anderen mehr leidet als unter den eigenen. Doch für die beiden war dies eher eine Erleichterung. Sie empfanden es als Vorzug, die gleichen Leiden durchzumachen. Litt der eine von ihnen weniger, so kam er sich durch den anderen übertroffen vor und glaubte ihnen an Kraft der Liebe nachzustehen. Dazu kam noch, dass sie beisammen seien und einander Trost und Mut zusprechen konnten, ihr Los mit Haltung und Tapferkeit zu tragen und die Prüfungen ihrer Standhaftigkeit und Treue zu bestehen. Nachdem sie bis tief in die Nacht miteinander Zwiesprache gepflogen hatten, wie zwei Menschen, die nicht hoffen durften, sich nach dieser Nacht je wiederzusehen und deshalb so viel wie nur möglich noch voneinander haben wollten, beschäftigten sich ihre Gedanken auch mit den wunderbaren Vorgängen auf dem Scheiterhaufen. Diogenes sah ihren Grund in der Gnade der Götter, die über Arsakes niederträchtige Verleumdung aufgebracht waren und mit der gänzlich Unschuldigen Mitleid fühlten. Chariklia schien darüber in Zweifel. Die ungewöhnlichen Umstände meiner Rettung deuten freilich auf höhere göttliche Einwirkung hin, meinte sie. Doch die Überlegung, dass wir immer wieder von solchem Missgeschick heimgesucht werden und Qualen aller Art und ohne jedes Maß durchmachen müssen, scheint mir eher für den Fluch der Götter und die Feindschaft der höheren Mächte zu sprechen. Man müsste denn das wunderbare Walten der Götter darin erblicken, dass sie uns ins tiefste Elend stürzen, um uns dann in der hoffnungslosesten Lage zu helfen. Theagenes unterbrach sie und riet, sich schweigend zu fügen und lieber am frommen Gottvertrauen festzuhalten. Ihr gütigen Götter, rief sie, was kommt mir da für ein Traum in den Sinn, wenn es nicht gar Wirklichkeit war, was ich in der vergangenen Nacht sah? Inzwischen aber, ich weiß nicht wodurch, aus dem Gedächtnis verlor und was mir eben wieder einfällt. Mir träumte ein Spruch in Versform. Der verewigte Kalasiris war es, der ihn sprach. Mag er mir nun im Schlaf erschienen sein oder mag ich ihn wirklich gesehen haben? So lautete, glaube ich, der Spruch. Trägst du Pantarbe bei dir, nicht fürchte fortan das Feuer, denn das Schicksal vollbringt selbst das Unglaubliche leicht. Da wurde auch Theagenes wie von einem seherischen Schauder gepackt. Er sprang auf, soweit es die Fesseln erlaubten, und rief, ihr Götter, seid uns gnädig, auch mich macht die Erinnerung zum Dichter. Der gleiche Prophet, mag er nun Kalasiris oder eine Gottheit in seiner Gestalt gewesen sein, ist mir erschienen. Ich glaube, so lauteten seine Worte. Äthiopiens Land wirst du mit dem Mädchen erreichen. Morgen schon wirst du frei Arsakes Fesseln entfliehen. Ich kann mir schon denken, worauf die Prophezeiung hinaus will. Unter Äthiopiens Land ist offenbar die Unterwelt zu verstehen. Mit dem Mädchen heißt, dass ich mit Proserpina zusammen sein werde, und die Befreiung von den Fesseln bedeutet die Loslösung vom irdischen Leib. Was soll aber dein Spruch besagen,
der sich aus Widersprüchen zusammensetzt. Das Wort Pantarbe bedeutet, die alles fürchtet. Doch erhältst du den Rat, vor dem Scheiterhaufen keine Angst zu haben. Liebster Theagenes, erwiderte Chariklia, das Unglück hat es dir zur Gewohnheit werden lassen, alles von der schlimmsten Seite anzusehen und immer gleich das Ärgste anzunehmen, denn der Mensch beurteilt die Dinge nach seiner Lage. Mir scheinen die Prophezeiungen Glücklicheres zu bedeuten, als du annimmst. Das Mädchen könnte vielleicht ich selbst sein, mit der meine äthiopische Heimat zu erreichen dir verheißen wird, nachdem du Arsake und ihren Fesseln entkommen bist. Auf welche Weise, das wissen wir nicht und können es noch nicht glauben. Es liegt aber in der Macht und im Willen der Götter, die uns das Orakel gegeben haben. Soweit die Voraussagen mich betreffen, sind sie, wie du siehst, nach ihrem Willen in Erfüllung gegangen. Noch bin ich am Leben, obwohl ich schon als alles verloren geglaubte. Das Mittel zur Rettung trug ich bei mir und wusste nichts davon. Jetzt glaube ich es genau zu kennen, die mit mir ausgesetzten Erkennungszeichen, die ich schon immer vorsorglicherweise bei mir trug, hatte ich mit besonderem Bedacht wohl versteckt um den Körper gebunden, als ich vor Gericht gestellt werden sollte und damit rechnete, dass mein letzter Tag gekommen sei. Blieb ich am Leben, so hatte ich alles, was zum Leben notwendig sei. Musste ich den Tod erleiden, so sollten sie meinen letzten Schmuck und meine Totengabe bilden. Sie bestehen aus kostbaren Schmuckstücken und wertvollen indischen und äthiopischen Edelsteinen, Diagenes. Dazu gehört auch ein Ring, ein Verlobungsgeschenk meiner Mutter von meinem Vater, dessen Fassung einen Stein umschließt, den man Pantarbe nennt und in den heilige Schriftzeichen eingegraben sind. Dadurch besitzt er offenbar eine geheime und göttliche Kraft, denen, die ihn tragen, das Feuer fernzuhalten und sie für die Flammen unangreifbar zu machen. Er hat auch mich mit dem Willen der Götter gerettet. Diese Annahme entspricht auch den wiederholten Erklärungen des vergöttlichten Kalasiris über die Bedeutung der Inschrift auf der gleichfalls mit mir ausgesetzten Stirnbinde, die ich jetzt um die Brust geschlungen trage. Das ist durchaus wahrscheinlich oder vielmehr richtig und entspricht auch den Tatsachen, erwiderte Theagenes. Durch welche neue Pantarbe wird uns aus den Gefahren retten, mit denen wir morgen zu rechnen haben? Denn sie verheißt leider nicht Unsterblichkeit, wie sie Schutz vor dem Feuer gewährt. Und wir müssen damit rechnen, dass die rachsüchtige Arsake sich eine neue Art von Strafe für uns ausdenkt. Ich wünschte, sie ließe uns zur gleichen Stunde den gleichen Tod sterben. Ich würde darin weniger den Tod als eine Erlösung von allem Leid sehen. Sei nur zuversichtlich, ermutigte ihn Chariklia. In den Prophezeiungen besitzen wir eine neue Pantarbe. Wenn wir den Göttern vertrauen, wird uns die Rettung umso mehr beglücken und wenn es sein muss, das Leid von der Vorsehung bestimmt erscheinen. Mit solchen Überlegungen verbrachten sie die Zeit. Bald versicherten sie einander schmerzerfüllt, dass jeder mehr für den anderen sich quäle und sorge als für sich selbst. Bald gaben sie einander letzte Aufträge und gelobten sich bei den Göttern und ihren Schicksalsmächten Liebe und Treue bis in den Tod. Inzwischen trafen Bagoas und seine 50 Reiter tief in der Nacht, während noch alles im Schlaf lag, in Memphis ein. Nachdem sie die Torposten in aller Stille geweckt und sich zu erkennen gegeben und ausgewiesen hatten, gelangten sie schnell und geräuschlos zum Palast des Statthalters. Bagoas ließ seine Leute den Palast umstellen, um im Falle von Widerstand schlagbereit zu sein, und ließ sie dann zurück. Er sprengte das Schloss einer Seitenpforte, die nur wenigen bekannt war, gab sich auch dem Pförtner zu erkennen,
gebot ihm Schweigen und eilte dank seiner genaueren Ortskenntnis, auch gab der Mond ein schwaches Licht, zu Euphrates. Er traf ihn zu Bett und weckte ihn. Auf den erschrockenen Ruf, wer da, beruhigte er ihn mit der Antwort, ich bin es, Bagoas, und verlangte nach Licht. Euphrates befahl einem in der Nähe befindlichen jungen Sklaven, eine Lampe anzuzünden, die anderen aber schlafen zu lassen. Als der Knabe das Licht gebracht, aufgestellt und sich wieder entfernt hatte, fragte er, was bedeutet das? Was ist vorgefallen? Was besagt ein überraschendes und unerwartetes Erscheinen? Es bedarf nicht vieler Worte, erwiderte Bagoas. Nimm diesen Brief und lies. Erst sieh dir genau das Siegel an und überzeuge dich, dass die Anordnung vor Rondates stammt. Dann führe im Schutze der Nacht und schleunigst den Befehl aus, damit niemand etwas merkt. Ob es ratsam ist, Arsake, das für sie bestimmte Schreiben vorher auszuhändigen, musst du selbst entscheiden. Euphrates nahm die Briefe und überflog sie. Für Arsake wird das ein Schlag sein, meinte er. Dabei geht es ihr schon so jämmerlich genug. Ein schweres Fieber hat sie gestern wie ein Verhängnis befallen. Eine glühende Hitze trat plötzlich auf und hält noch an. Ihr Zustand lässt wenig Hoffnung, dass sie durchkommt. Aber ich würde ihr, selbst wenn sie wohl auf wäre, diesen Brief nicht geben. Sie würde eher sterben und uns mit ins Verderben reißen, als die jungen Leute freiwillig herausgeben. Du bist gerade zur rechten Zeit gekommen. Nimm die beiden Fremden und bringe sie weg. Beeile dich, so sehr du kannst, sie zu retten. Hab Mitleid mit ihnen. Sie sind jammervoll dran, todunglücklich und haben zahllose Misshandlungen und Qualen erlitten, nicht nach meinem Willen, sondern auf Befehl Arsakes. Übrigens sind sie offenbar vornehmer Herkunft und, wie die Prüfungen und Umstände gezeigt haben, beherrscht und besonnen. Nach dieser Erklärung führte er ihn zum Gefängnis. Beim Anblick der jungen Menschen war Bagoas trotz der Fesseln und der durch die Folterungen erlittenen Misshandlungen über diese stattlichen und schönen Erscheinungen überrascht. Theagenes und Chariklia glaubten, ihr Ende sei da und Bagoas sei zu so früher Stunde gekommen, um sie zum letzten Gang zu führen. Einen Augenblick waren sie bestürzt, dann fassten sie sich und gaben durch heitere und offene Mienen zu erkennen, dass sie unbeschwerten, ja frohen Mutes seien. Als Euphrates herantrat und sich anschickte, sie von den Holzpflöcken, an denen ihre Fesseln angeschlossen waren, loszumachen, rief Diagenes, »Recht so! Die niederträchtige Arsake glaubt, ihre Verbrechen in Nacht und Dunkel verbergen zu können. Doch das Auge der Gerechtigkeit ist scharf und durchdringend, und deckt auch die geheimsten Verbrechen auf. Tut nur, wie man euch befohlen hat. Mag man uns Feuer oder Wasser oder das Schwert zugedacht haben, tut uns den Gefallen und lasst uns beide des gleichen Todes sterben. Denselben Wunsch sprach auch Chariklia aus. Den Eunuchen, die sie gefesselt vorführten, sie hatten ihre Worte so ziemlich verstanden, traten Tränen in die Augen. Als sie den Statthalterpalast verließen, blieb Euphrates an Ort und Stelle zurück. Bagoas und seine Reiter nahmen den jungen Leuten die Fesseln größtenteils ab und ließen ihnen nur so viel, um ihrer sicher zu sein, ohne ihnen Schmerzen zu bereiten. So ließen sie sie aufsitzen, nahmen sie in ihre Mitte und ritten in Richtung Theben eilig davon. Sie waren den Rest der Nacht und den folgenden Tag bis zur dritten Stunde unterwegs, ohne Halt zu machen. Dann erst, als die Strahlen der ägyptischen Sommersonne unbarmherzig niederbrannten, sie den Mangel an Schlaf verspürten und merkten, dass Chariklia von dem ununterbrochenen Ritt erschöpft war, beschlossen sie, irgendwo zu rasten, um sich auszuruhen, die Pferde verschnaufen zu lassen und auch dem jungen Mädchen Erholung zu gönnen.
Es gab da eine Höhe am Nilufer, um die der Fluss aus seiner geraden Richtung gezwungen einen halbkreisförmigen Bogen machte, um gegenüber der ersten Krümmung seine ursprüngliche Richtung wieder aufzunehmen. Er umschloss eine Art Halbinsel, die dank der starken Bewässerung reich an Wiesenkräutern war. Gras und Grünfutter boten dem Vieh Weide im Überfluss. Die Pfirsich, Feigen und anderen Bäume, die gern und häufig am Nil wachsen, Schutz und Schatten. Hier lagerte sich Bagoas mit seinen Leuten unter den Baumkronen. Er hielt eine Mahlzeit und nötigte auch Theagenes und seine Begleiterin, die anfangs ablehnte, etwas zu sich zu nehmen. Auf ihre Äußerung, wer doch bald sterben müsse, brauche nichts mehr zu essen, sprach er ihnen gut zu, versicherte ihnen, davon könne nicht die Rede sein, und teilte ihnen mit, dass er sie nicht zum Tode, sondern zur Hondates führe. Schon ließ die größte Mittagshitze nach, die Sonne schoss ihre Strahlen nicht mehr senkrecht, sondern schräg hernieder, und die Truppen des Bagoas machten sich zum Aufbruch bereit, als ein Reiter auftauchte. Er schien von dem scharfen Ritt außer Atem und konnte sein schweißbedecktes Pferd kaum auf den Beinen halten. Er wechselte mit Bagoas ein paar vertrauliche Worte und ruhte sich dann aus. Eine Weile blickte Bagoas, offenbar betroffen und nachdenklich, über die ihm gemachte Meldung vor sich hin. Ihr Fremdlinge, sagte er dann, seid guten Mutes. Eure Feindin hat ihre Schuld gebüßt. Arsake ist tot. Als sie erfuhr, dass wir euch mitgenommen haben, hat sie sich erhängt. Sie ist freiwillig dem gewaltsamen Tod zuvorgekommen, denn der Bestrafung durch Orondates und den Großkönig wäre sie nicht entgangen. Entweder wäre sie hingerichtet oder für den Rest ihres Lebens aller Ehren verlustig erklärt worden. Das ist die Nachricht, die mir Euphrates durch den eben eingetroffenen Boten zukommen ließ. Habt also Zuversicht und seid guten Mutes. Ihr selbst habt keine Schuld, das weiß ich genau, und eure Widersacherin ist euch nicht mehr im Wege. Um sie für sich einzunehmen, sagte ihnen dies Bagoas in einem gebrochenen, mit vielen falschen Wendungen durchsetzten Griechisch. Gleichzeitig gab er seiner persönlichen Freude Ausdruck, da ihm das lasterhafte und gewalttätige Treiben Arsakes zuwider gewesen war, und suchte den jungen Leuten Mut und Trost zuzusprechen, in der berechtigten Hoffnung, sich bei Orondates ein besonders großes Verdienst zu erwerben. Rettete er doch einen jungen Mann, der alle übrigen Untergebenen des Statthalters in den Schatten stellte, und ein Mädchen, das mit seinen unwiderstehlichen Reizen nach dem Ableben Arsakes wohl geeignet schien, ihren Platz einzunehmen. Auch Theagenes und Chariklia freuten sich über die Nachricht und priesen das Walten der mächtigen Götter und ihre Gerechtigkeit. Jetzt, da ihre schlimmste Feindin tot war, glaubten sie nichts mehr befürchten zu müssen, mochte ihnen auch noch so Schweres bevorstehen. So nimmt man eher selbst gern den Tod auf sich, wenn nur auch der Feind mit zugrunde geht. Als mit dem Einbruch der Dämmerung ein leichter Wind aufkam und man bei der Abkühlung an die Weiterreise denken konnte, brachen sie auf und ritten den Abend und die ganze Nacht hindurch bis in die Frühe des anderen Tages, um Orondates möglichst noch in Theben zu erreichen. Das glückte ihnen freilich nicht. Ein Soldat von der Armee, der ihnen unterwegs begegnete, berichtete ihnen, der Statthalter sei bereits von Theben aufgebrochen. Er selbst sei abgeschickt worden, um alle unter Waffen Stehenden, auch wenn sie zur Besatzungstruppe gehörten, schleunigst nach Syene in Marsch zu setzen. Man befinde sich in größter Aufregung und fürchte schon,
die Stadt sei eingenommen und der Statthalter komme zu spät. Das äthiopische Heer sei überraschend schnell, bevor man etwas hörte, eingebrochen. Darauf bog Bagoas von dem Weg nach Theben ab und schlug die Richtung auf Syene ein. Er war dem Ziel schon nahe, als er auf eine Abteilung Äthiopier stieß, lauter gut bewaffnete junge Soldaten, die als Spähtrupp ausgesandt waren und durch ihre Erkundigungen die Marschstraße für die Hauptmacht sichern sollten. Infolge des Einbruchs der Nacht und ihrer Ortsunkenntnis hatten sie sich verirrt und wollten nun nicht noch weiter als ratsam dem Haupttrupp voraus sein. Sie hatten sich in einem Gebüsch am Fluss versteckt, wo sie selbst gesichert und geschützt im Hinterhalt lagen und schlaflos Wache hielten. Als sie in der Morgenfrühe Bagoas mit seiner berittenen Schar vorüberziehen sahen und feststellten, dass es sich nur um einen kleinen Trupp von Leuten handelte, ließen sie ihnen einen kurzen Vorsprung. Sobald sie sich vergewissert hatten, dass ihnen keine weiteren Streitkräfte folgten, brachen sie mit Geschrei aus der Flussniederung hervor und stürzten ihnen nach. Bagoas und seine Reiter wurden durch den unerwarteten Lärm in nicht geringen Schrecken versetzt. Da sie die Angreifer in ihrer Farbe als Äthiopier erkannten und bei dem Stärkeverhältnis ein Kampf aussichtslos war, die Aufklärungsabteilung bestand aus 1000 leicht Bewaffneten, nahmen sie sich gar nicht erst die Zeit, sie genauer anzusehen, sondern wandten sich zur Flucht. Dabei mäßigten sie anfangs mit Absicht das Tempo, um nicht den Eindruck zu erwecken, als rissen sie Hals über Kopf aus. Die Äthiopier machten sich an ihre Verfolgung und schickten ihnen erst einmal die Troglodyten nach, deren sie 200 bei sich hatten. Die Troglodyten sind ein äthiopischer Stamm, Nomaden und Nachbarn der Araber. Sie sind die geborenen Schnellläufer und bilden diese Veranlagung von Jugend an aus. Mit schweren Waffen wissen sie nicht umzugehen, sondern greifen in einer Schlacht nur als leichte Truppe mit der Schleuder an. Entweder erreichen sie dann etwas durch einen überraschenden Angriff oder sie ziehen sich fluchtartig zurück, wenn sich der Gegner überlegen fühlt. Dieser verzichtet ohne weiteres auf die Verfolgung, weil er ihre Schnelligkeit kennt und weiß, dass sie sich in Höhlen mit schmalen Eingängen und Felsspalten zu verstecken wissen. Die Troglodyten holten also zu Fuß die Reiter ein und konnten einigen von ihnen mittels ihren Schleudern Verwundungen beibringen. Einen Gegenangriff aber warteten sie gar nicht erst ab, sondern rannten schleunigst zu ihren weit zurückgebliebenen Kameraden zurück. Unter diesen Umständen und bei der geringen Stärke der Gegner entschlossen sich die Perser, sie im Gegenstoß noch ein Stück zu verfolgen und von sich abzuschütteln. Dann setzten sie ihre Flucht fort. Diesmal gaben sie den Pferden ihre Sporen, ließen ihnen die Zügel schießen und hergeben, was sie konnten. Sie entkamen alle, verschwanden bei einer Krümmung des Nils hinter einer der Höhen, das Ufer bildet hier eine Art Vorgebirge, und entzogen sich damit den Augen des Feindes. Nur Bagoas geriet infolge Sturzes mit dem strauchelnden Pferde und durch eine Beinverletzung, die ihn bewegungsunfähig machte, in Gefangenschaft. Mit ihm auch Theagenes und Chariklia. Sie wollten einerseits Bagoas nicht im Stich lassen, der sich so kameradschaftlich gegen sie verhalten hatte und, wie sie hofften, weiterhin zeigen würde. Sie waren deshalb abgestiegen und blieben, obwohl sie wahrscheinlich hätten entkommen können, bei ihm. Andererseits ergaben sie sich auch gern freiwillig in Anbetracht einer Äußerung, die Theagenes zu Chariklia tat. »Das sei ganz der Traum«, meinte er, »das seien die Äthiopier, in deren Land sie nach dem Willen des Schicksals als Gefangene kommen sollten. Es sei also angebracht, sich zu ergeben und sich lieber einer unbekannten Zukunft anzuvertrauen, als der sicheren Gefahr, die ihnen von Oondates drohe.« Chariklia, überzeugt, dass das Schicksal seine Hand im Spiel habe,
war so voll Vertrauen, dass sie in den auf sie zukommenden Männern eher Freunde als Feinde sah. Doch verriet sie Theagenes ihre Gedanken nicht und tat, als ob sie nur seinem Rate folge. Die Äthiopier waren inzwischen herangekommen. Als sie schon am Äußeren erkannten, dass Baguas ein Eunuch und kein Soldat war, und daneben die jungen Leute sahen, waffenlos und in Fesseln, von auffallender Schönheit und vornehmer Haltung, fragten sie, wer sie seien, indem sie sich eines bei ihnen befindlichen Ägypters, der auch Persisch sprach, als Dolmetschers bedienten. Sie nahmen an, dass sie beide sprachen oder in jedem Fall doch eine von ihnen verständen. Denn Späher und Kundschafter, die sich umhören müssen, was man sagt und vorhat, lernen durch Erfahrung Leute mitzunehmen, die die Sprache der Landesbewohner und Feinde beherrschen oder verstehen. Diagenes, der infolge seines längeren Aufenthaltes in Ägypten und dank der Kürze der Fragen zu antworten vermochte, erklärte, Baguas sei die rechte Hand des persischen Statthalters, er selbst und Chariklia seien Griechen, die vor einiger Zeit in persische Gefangenschaft und jetzt vielleicht zu ihrem Glück in äthiopische Hände gefallen seien. Da beschloss man, sie zu schonen und als Gefangene mitzunehmen, als erste lohnende Beute für den König, den Baguas als bevorzugtestes Werkzeug, das der Statthalter besaß, bedient man sich doch an persischen Höfen der Gilde der Eunuchen, als Auge und Ohr, denn sie haben keine Kinder und Angehörige, die sie in ihrer Treue und Anhänglichkeit gegenüber dem Herrn beeinträchtigen könnten, sondern hängen nur an ihrem Gebieter, der ihnen Vertrauen schenkt. War ihnen wertvoll. In den jungen Leuten sahen sie das schönste Geschenk für den Dienst am königlichen Hofe. Sie setzten sie also auf Pferde, da der eine infolge seiner Verletzung, die anderen beiden wegen ihrer Fesseln beim schnellen Marsch nicht mit ihnen Schritt halten konnten. Was da vor sich ging, war so etwas wie bei einem Drama der Prolog oder das Vorspiel. Die beiden, die noch kurz zuvor als Fremde und gefesselt den Tod vor Augen gehabt hatten, wurden nun nicht so sehr wie Gefangene weggeschleppt, als im feierlichen Zug dahingeführt und von ihren Wächtern, die bald ihre Untertanen sein sollten, wie von einer Leibwache begleitet. Das war jetzt ihre Lage.